Hallo, meine Lieben. Ja, ein spannender Hintergrund, ich weiß. Ich dachte mir, es ist auch mal wieder Zeit für ein anderes Update-Video, und zwar ein kleines Update-Video von meiner K-Pop-Sammlung. Und ich sage es gleich vorweg, dieses Mal mache ich es ein bisschen anders. Ich filme nicht mein Regal, sondern ich zeige euch die ganzen Alben einfach mal so im Schnelldurchlauf. Und ich splitte das Ganze auch in mehrere Videos, weil wenn ich es als ein Video mache, wird es viel zu lang, denn ich habe neulich mal nachgezählt und ich habe mittlerweile an die 220 Alben. Und deswegen in einem Video wird das einfach viel zu viel. Das heißt, es geht heute, wird es bis zum Buchstaben K erst einmal gehen, im nächsten Video dann der ganze Rest. Und dann wird es noch ein Video geben mit den ganzen japanischen Alben, die ich halt von K-Pop-Bands habe. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir mal an. Eigentlich wollte ich alphabetisch, aber ihr könnt es euch denken, meine Ultimate Band muss als erstes kommen. Und ja, geht einfach mal los mit Boyfriend natürlich. Und wie gesagt, im Schnelldurchlauf einmal ihr erstes Single-Album. Dann Boyfriends zweites Single-Album. Dann ihr drittes Single-Album. Ihr erstes volles koreanisches Album, Janus, in der Member Edition, natürlich mit Hyun Song vorne drauf. Und das ist das normale Cover. Und hier nochmal die Rückseite vom Schuber. Ja, dann von ihrem ersten Album das Repackage, ah ja. Ihr erstes Mini-Album Love Style. Zweites Mini-Album Obsession. Das dritte Mini-Album Witch. Viertes Mini-Album Boyfriend in Wonderland. Und ihr ganz neues, ganz aktuelles fünftes Mini-Album Never End. Einmal die Day-Version. Ups, na komm her. Und dann natürlich auch nochmal die Night-Version. So, das waren so mal die ganzen koreanischen Releases von Boyfriend. Und wie gesagt, jetzt gehen wir mal ganz alphabetisch vor. Da haben wir einmal von Aeshan Mini-Album Ouch. Bin sehr froh, einige von Ihnen jetzt bei der Show The Unit zu sehen, was zumindest zeigt, dass Sie noch am Leben sind. Ja, dann ihr, ja, ich glaube, das war auch mehr so Single-Album. Auch von Asian, Real Asian. Hoffe, dass von den Jungs irgendwann wirklich noch mal was Neues kommt. Das wäre sehr schön. Dann Astro einmal. Ihr erstes Mini-Album Spring Up. Ihr zweites Mini-Album Summer Vibes. Ihr drittes Mini-Album Autumn Story. Und noch einmal Autumn Story in der orangenen Version. Dann hier einmal das Special Album Winter Dream. Und ihr viertes Mini-Album Dream Part One. Auch einmal hier in der Day-Version. Und wenn es eine Day-Version gibt, gibt es natürlich auch eine Night-Version. Ja. Ihr fünftes Mini-Album ist ja jetzt auch schon draußen. Das habe ich aber leider noch nicht bestellt. Aber werde ich in Kürze natürlich tun. So, dann geht's weiter. Dann haben wir einmal das erste Mini-Album von B1A4, Let's Fly. Ihr zweites Mini-Album It B1A4. Ihr drittes Mini-Album In the Wind.
das vierte Mini-Album, dessen Namen ich mir irgendwie nie merken kann. Dann ihr erstes volles Album, The B1A41 Ignition. Wow, Holographic Effect. Okay. Und dann ihr zweites komplettes Album, Who Am I? Und zwar in der Group-Version. Es gibt noch individuelle Member-Versionen, aber ich habe die Group-Version. Jo. Dann haben wir B.I.G. Boys in Groove, ihr erstes Single-Album, wie ihr sehen könnt, auch mit Autogrammen drauf. Dann ihr zweites Single-Album. Ihr drittes Single-Album. Wie man dem Sticker hier schon sehen kann, das sind alles eigentlich Promos. Hier steht auch Not for Sale. Jetzt haben wir hier ihr viertes Single-Album, Taula. Dann ihre fünfte Single, Rebirth 1, 2, 3. Ihre sechste Single, Hello, Hello. Endlich mal ein Single-Album, das man auch ganz normal kaufen konnte, was ich sehr schön finde. Und dann ihr erstes volles Mini-Album, Aphrodite. Jo. Dann, ich rück mal den nächsten Stapel hier vorsichtig ran, dann gehen wir schon zum nächsten. Dann haben wir einmal Big Flow, das erste Mini-Album, First Flow. Das zweite Mini-Album, passenderweise heißt es Second Flow. Dann ihr drittes Mini-Album, Incant. Und ihr viertes Mini-Album, Stardom. Dann haben wir einmal Boys Republic, ihr erstes Mini-Album Identity. Dann auch von Boys Republic, ihr zweites Mini-Album Real Talk, wie ihr sehen könnt, auch mit Signaturen drauf. Und ihr drittes Mini-Album BR Revolution. Jo, dann habe ich von B2B ihr allererstes Mini-Album Born to Beat. Das ist gar nicht mehr so einfach zu kriegen. Ich habe es über Bayi aus Japan glücklicherweise noch bekommen. Ich weiß, dass es da auch noch eine Special-Version von gibt, aber die ist noch schwieriger aufzutreiben als das normale Mini-Album hier. Deswegen bin ich schon froh, dass ich das habe. Und ihr zweites Mini-Album, Press Play. Sie bist ja meine einzigen koreanischen von B2B, aber die restlichen möchte ich auf jeden Fall auch noch holen. So, dann haben wir das erste Mini-Album von Coarse Gene, Timeless Begins. Extrem edle Verpackung, muss ich sagen. Dann das wahrscheinlich riesigste Mini-Album, das ich habe. Und zwar ihr zweites Mini-Album, Play With Me. Ich krieg's, also es ist wirklich riesengroß. Und ach. So, ihr drittes Mini-Album Game. Und das vierte Mini-Album Mirror. Und einmal in der White-Version. Und natürlich auch einmal in der Black-Version.
Ich bin ja so verrückt, wenn es mehrere Versionen gibt, dann kaufe ich mir natürlich auch alle Versionen, ne? Was ich aber nicht mache, ist mir von einem Album mehrmals dieselbe Version zu kaufen. Ich weiß, es gibt ja eine ganze Menge Leute, die das machen, irgendwie auch um Fotokarten und so weiter zu kriegen, aber das ist mir dann doch etwas zu verrückt. So, ich greife jetzt mal hier neben. Dann haben wir einmal hier Girls' Generation, Tatiso. Ich glaube, das ist das erste Mini-Album Twinkle. Und das habe ich mal geschenkt bekommen von jemandem. Und also ich finde die Aufmachung auf jeden Fall super, super schön. So, und dann glaube ich, kommen wir auch schon zum letzten Stapel für dieses Video. Und zwar, dann gehen wir los mit Halo. Das ist einmal Halos allererstes Single-Album. Sehr shiny, wie man sehen kann. Dann Halos zweites Single-Album. Hello, Halo. Dann ihr drittes Single-Album, Grow Up. Erstes Mini-Album Young Love. Zweites Mini-Album Happy Day. Und ihr drittes Mini-Album Here I Am. So. Dann haben wir Hello Venus, ihr erstes Mini-Album Venus, passenderweise. So, ihr zweites Mini-Album habe ich noch nicht, aber dafür ihr drittes Mini-Album, ne, was übersetzt heißt, möchtest du zum Tee bleiben? Dann ihr viertes Mini-Album, oder? Nee, ihr fünftes Mini-Album. Entschuldigung, verzählt. Das vierte fehlt mir nämlich auch noch. Und ihr sechstes Mini-Album. Jo. Dann, ich einmal hier das erste Mini-Album von High Four, High High. Ja, auch so ein bisschen eine tragische Story. Ich fürchte, High Four haben sich jetzt endgültig erledigt, leider. Aber naja, erinnern wir uns an bessere Zeiten. Und hier von ihrer Subunit High 420, das Single-Album. Dann das erste Mini-Album von JJCC. Und ihr zweites Mini-Album. Warte ich auch noch sehnsüchtig auf ein Comeback. Ja, hoffe, da tut sich dann irgendwie vielleicht auch mal demnächst was. Und dann haben wir, ja, je nachdem, wie man es aussprechen will, KNK oder auf Koreanisch Kuna-kun, ihr erstes Single-Album. Dann ihr erstes Mini-Album, Awake. Zweites Mini-Album, Remain. Und dann ihre zweite Single, Gravity, hier einmal in der normalen Version. Und kurz darauf erschien das hier dann nochmal. Gravity Completed, das ist quasi das Repackage von dem Single-Album, wo dann halt auch noch ein bisschen mehr Songs drauf sind. Aber wie man sehen kann, so von der Verpackung und Aufmachung her ähnlich, aber das ist das Original-Release, das ist das Repackage. Jo!
Und ja, das Video ist schon eine Viertelstunde wieder lang, deswegen muss ich auch sagen, war es eine gute Idee, dass ich es ein bisschen aufsplitte. Das war der erste Teil meiner aktuellen Sammlung auf dem aktuellen Stand. Und wie gesagt, den zweiten und dritten Teil seht ihr dann in den nächsten Videos, die ich hoffe morgen oder übermorgen kommen. Aber ja, mit diesem ersten Teil hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Und ihr wisst ja, Fragen, Kommentare gerne unter das Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann in Teil 2. Bis dann, meine Lieben, macht's gut.